Hallo meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung. Hey. Wir sind schon wieder am Spielen hier und wir haben ein hübsches kleines Zwei-Personen-Spiel hier euch ausgepackt. Frisch eingetroffen hier bei uns von Grimspires auf Deutsch Redlands. Ursprünglich ja Roxley. Roxley, ja. Roxley war jetzt Spieleschmiede Deutsch gelaufen und jetzt könnt ihr es euch natürlich auch einfach so holen. Und ja, Alex ist von mir schon ein bisschen voraus. Ein bisschen, ja. In der Spielpraxis. Aber ich bin auch schon ganz heiß drauf. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Thema. Mad Max im Zwei-Personen, ja, in der Zwei-Personen-Welt. Ja. Die versuchen, die gegnerischen Lager zu vernichten, jeweils drei an der Zahl. Du hast es gesagt, Mad Max, cooles Setting. Ihr werdet es auch gleich sehen von den Kartenillustrationen. Sieht man hier schon so ein bisschen angedeutet. Also sehr knallig, bunte Farben. Macht Bock. 20 bis 40 Minuten ist das Ganze angesetzt. Wir gucken mal, wie das ist. Es ist auf jeden Fall erst eine deiner früheren Partien. Ich hab schon ein bisschen Spielerfahrung sammeln können. Im Englischen gab es das natürlich schon einige Jahre im Voraus. Jetzt im Deutsch. Wir haben hier die Standard-Retail-Variante. Es gibt auch noch eine Deluxe-Variante. Da sind es Karten, Kunststoffkarten. Gibt zwei Spielmatten dazu, die auch eigentlich ziemlich cool sind. Und Wasser ist hier eine ganz große Ressource. Das sind hier ziemlich dicke Pappmarker. In der Deluxe-Version sind dann das so Kunststoffsteine. Ja, und was ich sagen muss, mein erster Eindruck so ein bisschen so vom Spielgefühl fand ich ganz interessant, ist fast so ein bisschen Hearthstone-mäßig, ne? Mhm. Weil wir halt auch, wir müssen hier quasi unser Lager verteidigen, können es mit Karten schützen, die davor sind, die ersten Schaden kriegen und so. Also wirklich ganz interessant, aber jetzt bin ich auch gespannt, wie unsere kleine Partie hier ausgeht. Bevor es losgeht, aber noch eine kleine Werbeunterbrechung von unserem Partner GameGenic. Denn natürlich, wenn man das Spiel viel spielt, nicht in der Deluxe hat, macht Sinn, es zu sleeven. Und da gibt es auf jeden Fall passende Sleeves und die zeigen wir euch jetzt mal ganz kurz. Ja. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Farbkodierungen, ganz einfach gemacht. Hier in dem Fall greift ihr nach dem Sleeve Color Code Gray. Ja, die Standardkarten 66x91mm. Wir haben das hier für euch auch mal vorbereitet, dass ihr das auch mal seht. Die gewohnte dicke Qualität hier von den Sleeves, also da passt es alles super unkompliziert rein. In so einem Pack sind 50 Sleeves. Ja, das Spiel ist ein bisschen gemein, das hat 106 Karten. Also um alles zu sleeven, bräuchtet ihr drei Packen. Wenn ihr jetzt aber vielleicht sagt, okay, ihr wollt eure Plünderkarten und Wassertankkarten und die Übersichtkarte, das sind nämlich bei jedem Spieler drei, also insgesamt sechs. Ihr würdet die nicht sleeven, denn würden zwei ausreichen. Ansonsten braucht ihr drei Packungen von den grauen Standard-Sleeves. So, und jetzt geht's aber los. Wir spielen mit Drafting unserer Lager, weil das ist sozusagen eines der coolen Elemente auch des Spiels. Unsere Lager, das sind quasi unsere Standardfähigkeiten. Da gibt es sehr, sehr viele Karten. Ja, und dadurch, 34, glaube ich. Dadurch sozusagen ist jedes Spiel auch anders. Wir kriegen jetzt sechs Karten, wählen uns drei davon aus. Und das macht es natürlich auch asymmetrisch. Und nicht wundern, wir spielen natürlich jetzt ungesleeved. Das ist für die Kamera immer so ein bisschen ungeschickt, weil das spiegelt natürlich auch. Du machst hier Flecken oder Markierungen in den Karten. Ja, natürlich. Alles fein. So, genau, wir fangen gleich hier mal an. Wir schalten mal oben auf das Deck, damit ihr auch seht, was wir hier machen. Jeder kriegt drei Karten. Sechs natürlich. Und muss sich davon jetzt welche aussuchen. Ja, da fängt schon mal das, die erste Ebene des Spiels an. Die kann mitunter, kann die auch schon mal ein, zwei Minütchen gehen. Also denkt dran, unten links die kleine Kartenzahl gibt an, wie viele Karten du als Starthand bekommst. Ja, du könntest vielleicht Rogue gehen. Ich gehe jetzt mal richtig Rogue, weil ich mache jetzt einfach mal was, um einfach, genau. Ah ja, geil. Guck mal, ich nehme das hier. Okay, ja, ich zeige euch das mal, was ich mir... Ich werde ziemlich aggressiv spielen, habe ich mir jetzt vorgenommen. Hier, ich werde nämlich das Spionagenest nehmen. Hast du mindestens in diesem Zug zwei Gangmitglieder ausgespielt. Das heißt, habe ich nachher zwei Karten so in meine Auslage gespielt. Dann mache ich ein Damage hier. Ne? Also kann quasi ein gegnerisches Lager angreifen, beschädigen. Und das ist auch ganz geil hier. Das Katapult. Eine beliebige Karte... auch beschädigen, aber das ist sozusagen nee, zerstören, aber halt kein Lager, sondern irgendeine andere Karte von dir. Ja, na, man sieht es hier, du machst es wirklich. Du nimmst halt eins deiner Gangmitglieder und lädst es ins Katapult und schießt es rüber. Genau, dann muss ich halt ein Gang von mir halt auch. Ja.
Genau. Also erst holst du die Leute aus deinem Spionagenest und dann setzt du sie in dein Katapult. Ja, genau. Hast du jetzt noch eine Karte, die dir vielleicht irgendwie Leute generiert? Das wäre natürlich cool. Es gibt auch so Karten, wo du Punks vielleicht kriegst. Nee, das habe ich leider nicht. Aber hier, ich kann noch das hier machen, hier, das ist ganz gut, Arbeitslager. Da kann ich auch eine meiner Gangmitglieder halt wegmachen, dafür kann ich aber eine Karte reparieren. Also du zerstörst ziemlich viele. Ich bin mal, es schien ich ziemlich radikal, mal gucken, ob das von Erfolg gekrönt ist. Ich zeige euch mal meine Auswahl. Ich habe hier das Plünderlager nämlich gewählt. Ich habe es halt gar, aber ich hatte keine einzige Karte mit diesem Symbol, ja. Weil da löst man halt die Plünderung aus. Das ist eigentlich sozusagen der Standardweg, um gegnerische Lager anzugreifen. Mhm. Das habe ich leider nicht. Hast du leider nicht gehabt. Und die hatte auch noch den Effekt, nämlich nach einer Plünderung in dem Zug könnte ich diesen Effekt machen und dann könnte ich eine Karte reparieren oder heilen. Was übrigens auch noch wichtig ist hier, das habe ich bei meinen Karten nicht gesagt, dass hier steht, wie viele Startkarten diese Lagerkarte generiert. Eine richtig starke Karte, nur mal zu sehen, hier mein Katapult ist schon stark, aber da kriege ich halt auch keine Startkarte, was halt auch eher schwach ist. Dadurch ist das so ein bisschen ausbalanciert. Ja. Jede meiner Karte gibt mir eins, also ich ziehe gleich drei Karten. Dann habe ich hier Atomarer Garten. Ne? Da kann ich eine Karte reparieren oder heilen. Und ein beschädigtes Gangmitglied ist danach auch gleich bereit. Ne? Da kommen wir vielleicht im Detail noch dazu. Mhm. Die Effekte nämlich bei Gangmitgliedern, wenn sie beschädigt sind, dürfen nicht genutzt werden. Beim Lager darf man das immer benutzen. Mhm. Und hiermit ist es quasi eine super Heilung. Und dann habe ich hier noch den Bunker. Der ist recht teuer. Für drei Wasser macht der einen Schaden. Allerdings kostet diese Fähigkeit immer ein Wasser weniger pro zerstörten Lager in meinem Bereich. Also wenn ich zwei zerstörte Lager habe, kostet mich die nur noch eins. Also je schlechter du schon dastehst, desto stärker wird die Karte. Umso einfacher wird es. Ja, genau. Die können wir jetzt hier hin platzieren. Mhm. Und der Plan war, dass wir müssen es hier ausrichten, dass ihr es schön sehen könnt. Ja. Weil das ist eben, ne, die Spielmatte ist ganz cool, weil dann dieses Raster, in dem wir hier gleich spielen, schön vorgezeichnet ist. Aber das seht ihr jetzt gleich. Wir haben jetzt hier schön die Grenze hier mit dieser Spalte hier in unserem schönen Cuplix-Tisch. Man soll es ja auch mal ab und zu erwähnen, dass wir hier schön auf dem Cuplix spielen. Und ja. Ja, genau. Wir spielen letztendlich in einem 3x3, also 1, 2, 3, 1, 2, 3 Raster. Haben also jetzt hier Möglichkeit, zwei Gangmitglieder pro Spalte auszuspielen. Und dann haben wir hier noch unsere Countdown-Spalte, in denen wir dann unsere eigene Karte spielen, wie zum Beispiel so eine Plünderung hier. Ne? Die hat einen Countdown von 2, dann würde die auf diese Position gehen. Die Linie hier ist quasi überschreitend in den anderen Bereich. Und du hast 2 Karten gezogen, weil insgesamt hast du 2, ich ziehe 3. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, soll ich einfach mal Start spielen? Oder willst du Achso, Startspieler hat aber nur ein Wasser am Anfang. Genau, der Startspielende hat nur ein Wasser, damit es ausgeglichen ist, weil hier ist ja noch nichts geschützt. Du darfst mal anfangen. Ich soll mal anfangen, sagt. Okay. Also, ich bekomme nur ein Wasser jetzt, weil ich Startspielender bin. Man zieht immer eine Karte. Oh ja, und jetzt hat man die Möglichkeit, für so viel Wasser, wie man hat, Karten ausspielen, Effekte triggern. Aber man kann auch Karten verschrotten. Die haben nämlich oben links ein Symbol. Das werden wir bestimmt auch gleich mal zeigen. Ja, habe ich denn was hier für eins? Ja, ich probiere mal sowas. Hier, willst du zeigen? Hier die Karte. Schön, ich spiele jetzt für ein Wasser. Dann legt man das Wasser hier auch drauf. Das gibt nämlich auch gleich an, dass man diese Karte nicht den Effekt nutzen kann, weil hier schon was drauf liegt. Also der Pyromane kostet mich ein Wasser. Das wäre hier das Symbol zum Verschrotten gewesen. Das ignoriere ich jetzt an der Stelle. Und ich habe nachher die Möglichkeit, wenn dann hier kein Wasser mehr drauf ist in den nächsten Runden und die Karte nicht beschädigt ist, für ein Wasser einmal ein ungeschütztes Lager zu beschädigen. Da darf also keine Karte davor stehen. Ja, diese die Sache lege ich jetzt mal hin. Genau. Ja, da entscheide ich mich jetzt für eine Spalte oder Reihe, je nachdem, wie ihr das jetzt hier seht. Und damit ist diese Karte hier schon etwas geschützter. Also das hat mich mein einziges Wasser, wie gesagt, erster Zug, meine Runde. Und jetzt kann ich aber auch Karten noch verschrotten. Und das mache ich, glaube ich, auch mal. Das kann ich euch hier auch noch mal zeigen im Detail. Ja. Ich verschrotte jetzt diese Karte hier, den Exterminator. Ich ziehe einfach eine Karte nach. Mhm. Und die kann man hier, den brauchen wir nicht mehr. So, dann ziehe ich eine Karte nach. Und dann werde ich noch mal eine Karte verschrotten. Seht ihr auch hier. Dafür generiere ich jetzt einfach einen Punk.
Okay. Den Punk lege ich jetzt der einfach Punk mal. Ist, ups, der Punk. So, der Punk ist einfach die Rückseiten der Karten. Ist einfach so eine fähigkeitslose Karte, die einfach ein Leben hat. Normalerweise haben alle Karten zwei Leben, können einmal beschädigt werden, bevor sie weg sind. Der Punk, wenn er einen Schaden kriegt, ist er halt gleich weg. Aber er schützt halt trotzdem jetzt erstmal diese Karte da. Ne? Und als letzte Verschrottungskarte haue ich die Karte hier weg. Das wäre auch übrigens eine Ereigniskarte. Ne? Die würde hier in den Spot 1 gespielt werden. Das ist auch dieses kleine Bombensymbol. Aber ich benutze es nämlich um eine Plünderung. Sollen wir aufhören? Ja, und da schicke ich jetzt also hier meine Plünderungsjungs. Die beginnen in Slot 2, also hier Slot 3, Slot 2, Slot 1. Die haben sich jetzt schon mal auf den Weg gemacht. Und wenn ich nachher zum Beispiel noch was bezahle oder auch immer am Anfang meiner Runde, advancen die. Ja, das war das. Nur ein Wasser. Dafür, dass wir ein Wasser haben, habe ich einige Sachen gemacht. Genau, jetzt Wasser nehme ich hier schon mal wieder runter. Jetzt darf ich auch eine Karte ziehen. Du ziehst am Anfang eine Karte. Ja, und du hast jetzt am Anfang natürlich drei Wasser zur Verfügung. Ja, aber das Problem was kann man noch so mit Wasser machen? Mit einem Wasser könnte man noch so einen Wassertank hier sich auf die Hand nehmen. Und wenn man den dann abschmeißt, kriegt man Wasser. Damit kann man Wasser speichern. Mit zwei Wasser könnte man noch mal eine Karte nachziehen. Also Wasser ist schon eine rare Substanz und letztendlich auch mitunter Karten. Ich meine, du wolltest ja so viele Gangmitglieder zerstören. Ich bin mal gespannt, ob das aufgeht. Problem ist, ich muss erstmal Gangmitglieder haben. Punks sind übrigens auch Gangmitglieder, ne? Also ja, klar, natürlich, aber die muss ich auch erstmal haben. Die muss man auch erstmal haben, ja. Aber guck mal, ich würde jetzt versuchen, hier diese Karte zu spielen. Hm, und zwar auf die Null. Ja. Die kostet 2, das ist ein Ereignis, aber dadurch, dass sie auf die 0 ist, kommt die sofort. Die triggert gleich. Sofort, ne? Und die macht halt einfach alle ungeschützten Gangmitglieder damit. Beschädigt richtig, die, ne? Würde ich beide, also der wäre weg und der wäre beschädigt. Genau, ne? Hast du vollkommen, hättest du richtig erkannt. Die Frage ist nur, willst du das wirklich tun? Willst du das wirklich? Will ich das wirklich? Ja, aber ich habe nicht so gute Antworten. Guck mal, jetzt hin. Deswegen, okay. Also das mache ich. Das heißt, die ist dann auch gleich getriggert. Also die wäre quasi 0, die würde sofort hier los. Ja, jetzt. Kostet mich 2 Wasser. Punks haben nur ein Leben, die werden dann wieder hier oben abgelegt und jetzt ist mein Pyromane beschädigt, man dreht ihn hier um 90 Grad oder tappen, wir dürfen das gerne sagen, kann diese Karte jetzt nicht mehr die Fähigkeit wirken, das ist ganz wichtig, Lager, wenn sie beschädigt sind, können immer ihre Fähigkeit wirken, aber nicht. Aber ihr wisst ja noch, ich habe hier meinen atomarer Garten, damit kann ich eine Karte reparieren und sie auch gleich nochmal einsetzen. Aber immerhin muss ich dafür auch Wasser ausgeben. Ne? Also das ist nicht unbedingt. Also hier habe ich eine krasse Karte, aber leider die ist sehr teuer. Die ist so eine Unique-Karte. Die kostet halt 4. Damit könnte ich halt irgendwas. Aber damit kannst du ein beliebiges Lager zerstören. Einfach so. Ja, aber, einfach so. Aber das, das der wirft da seine riesige Granate aber rein. Aber dazu müsste ja trotzdem erstmal ausgespielt kriegen, dann eine Runde warten. Dann darf er nicht beschädigt sein. Dann müsste ich erst. Aber das ist eine. Oder du verschrottest den und nimmst ihn. Tank dafür. Mache ich auch. Okay. So, und dann habe ich immer noch ein Wasser. Ich kann leider nicht wirklich was machen. Weil das kann ich nicht tun. Ich habe nur ein, also ja, mindestens 2 Gangmitglieder ausgespielt. Das du hast passt. Nur einen das ausgespielt. Das ist nicht der Fall. Ja, du kannst jetzt das eine Wasser. Aber gilt es überhaupt das Ausspielen, wenn ich es verschrotte? Ja, den hast du ja ausgespielt. Stimmt, den habe ich ausgespielt. Fein, ne? Ja. Ich werde jetzt das Wasser einfach sparen. Speichern. Und dann speichern. Das heißt, ich kriege diese, wenn man Wasser übrig hat, was bei mir jetzt der Fall ist, kann ich einfach diesen Wasserspeicher hier auf die Hand kriegen, den ich dann wiederum ausspielen kann, um wieder ein Wasser zu generieren. Das ist so ein bisschen die Idee. Und dann kriege ich mein Wasser zurück und du bist dran. Ich bin dran. Meine Plünderleute advancen hier auf Stufe 1. Wenn die nochmal advancen, weil ich zum Beispiel so ein Symbol hier bezahle oder eine Karte verschrotte, die das hat, dann würden die gleich angreifen. Ich ziehe eine Karte. Ach, guck mal, was ich hier gezogen habe. Das ist ja... Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, das mache ich sogar mal. Ich verschrotte diese Karte hier. Und damit advance ich. Und jetzt darf sich der gute Hunter aussuchen, welches Lager beschädigt wird. Ich würde natürlich, weiß nicht, musste mal das, vielleicht halt das nehmen, was vielleicht ist, schon eher geschützt ist. Ja. Also das heißt, das ist jetzt beschädigt, was trotzdem immer noch heißt, dass ich es benutzen kann, aber ja. Ist halt schon mal.
Nicht so gut. So, und dann habe ich ja hier mein Plünderungslager. Das mache ich mal für eins. Nämlich nach Plünderung in diesem Zug kann ich eine Karte heilen. Aber die ist jetzt... Allerdings ist die, genau, da legen wir jetzt so einen Mark rein, weil ich die hiermit geheilt habe, macht die erstmal, also noch kann nix, die nicht eingesetzt werden. Das hast du vollkommen richtig erkannt. Und ich werde... Ja, ich probiere das mal. Ich setze mal hier meinen Einzelkämpfer ein. Der Einzelkämpfer sagt, dass ich einfach für ein Wasser den ausspiele und dann kann ich für ein Wasser einen Schaden an Gangmitglieder machen. Jetzt habe ich noch ein Wasser, das gebe ich auch aus, um mir den Wasser Tower hier zu... Ich kriege eine Karte. So. Tja, mein Bunker zum Feuern, der ist ziemlich teuer, der kostet 3. Mhm. Aktuell hat der gute Hunter noch 2 ungeschützte Lager, sein Katapult und seine Sachen. Mhm. Naja, ich werde jetzt mal den Mutanten spielen für 1. Mhm. Und jetzt bin ich am Überlegen, was macht der? Der macht einen Schaden, der macht ein ungeschütztes Lager kaputt. Also ein Schaden, der kann nur Schaden an ungeschützten Lager machen. Das Problem ist, ich habe aber, ich werde das abschmeißen, um den zu beschädigen. Kannst du machen. Damit der halt wieder nicht irgendwie was macht. Und dann werde ich... Aber ich habe wieder keine 2 ausgespielt, das ist so nervig. Ja, das ist gar nicht so einfach. Du könntest jetzt jemanden mit einem Katapult... Könntest du schon wieder rüberschießen? Ich könnte mit dem Katapult einen rüberschießen, ja. Aber dann wird der weg. Was sagt denn das Katapult eigentlich? Na, das sagt einfach eine beliebige Karte beschädigen. Bei dir? Und dann halt... Nee, zerstören, nicht zerstören. Nee. Achso, zerstören. Ah ja. Also du zerstörst eine Gangmitgliedkarte von dir und dann machst du einfach einen Schaden. Genau. Aber der Schaden ist nicht beliebig, sondern der muss auch... Der muss auch irgendwo ja, aber hier Schaden sollte. Eine beliebige Karte und dann zerstöre danach einen deiner Gangmitglieder. Das ist schon eine beliebige, ne? So würde ich das sehen. Nee, also du machst einen Schaden und eine beliebige Karte wird danach zerstört. Ach so, ja doch, du hast recht, eine beliebige Karte. Ja, du kannst damit doch über die Feindlichen... Ich kann drüber schießen, so ist es. Aber das Problem ist halt, dann ist das wiederum ungeschützt. Das ist auch nicht so geil. Ich habe halt noch einen, aber damit kann ich halt leider nichts. Ich überlege gerade, ob es besser wäre. Na komm, ich mache das jetzt halt mal. Das heißt, ich schieße jetzt darüber. Wo willst du denn hinschießen? Ich schieße jetzt mal dahin. Okay. Und dann muss ich halt das zerstören. Ja, oder deinen Mutanten. Nee, mach ich auch nicht. Genau, der kommt wieder hier oben auf. Und dann hätte ich immer noch ein Wasser gehabt, aber es bringt mir leider gerade nichts. Okay, dann nimmst du wieder den Wassertank hast du schon auf der Hand. Ja, dieses Wasser habe ich noch gehabt. Das andere habe ich. Ah ja, okay. Du bist dran. Dann ziehe ich eine Karte. Das sieht gut aus, ja. So. Was ich mal mache, also guck mal, für 2 Wasser kann ich den ja heilen und der ist sofort bereit. Und für ein Wasser zerstöre ich das. Dann ist das schon mal kaputt. Das ist nicht gut. Und dann gebe ich hier meinen Wasserturm ab und generiere mir noch ein Wasser. Warte mal, hier von den Schwarzen. Und damit spiele ich mal die Karte das Ereignis Verhör. Das ist auch gleich 0. Das triggert auch gleich für ein Wasser. Da ziehe ich 4 Karten und danach muss ich 3 abwerfen. Also okay, du kriegst einfach eine. Ich krieg eine Karte und habe halt eine bessere Auswahl. Okay, das war dein Zug wahrscheinlich nicht mal. Dann das kann ich schon mal war mein Zug. Gleich nochmal gucken, was ich hier mache. Ich denke schon, naja, oder ich kann natürlich was mit der Karte noch machen, ne, die ich ziehe. Aber ich mache es erstmal nicht, glaube ich. Die werfe ich mal ab. Und die Karte lasse ich auf der Hand. Ansonsten, wie gesagt, man kann ja immer auch Karten verschrotten.
Ja, ich werde halt hier die Imitatorin spielen für eins. Hm, die spiegelt eine Fähigkeit, ne? Ja. Und aber ja, das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil ich werde den hier für null, ja, der macht halt einen Schaden, dann ist das Ding hier weg. Mhm. Aber dann dafür zerstört er sich. Nee, er beschädigt sich nur. Ah, er beschädigt sich. Mhm. Ah, ja, richtig, er beschädigt sich. Das stimmt, und, richtig. Genau. Also, er macht einen Schaden und er würde auch eine Karte heilen können, nicht, hast du aber nicht, und danach beschädigt er sich. Er beschädigt sich nur. Richtig, das ist ja sehr gut, dass er sich nur beschädigt. Das habe ich wirklich verstanden. Aber du kannst halt dann den, du machst trotzdem, was du darauf machst, so einen Marker, du kannst es nicht nochmal verwenden. Ne? Aber ich könnte ihn jetzt aber zerstören. Du kannst ihn jetzt zerstören, genau. Das mache ich natürlich jetzt. Das heißt, ich mache nochmal einen, und diesmal mache ich auf jeden Fall... Ja, damit du hier nicht mehr auch mit dem Plünderlager hier irgendwie so, und dann zerstöre ich ihn. Ja, das würde und auf das, jeden Fall gehen. Da war es von mir. Ich hätte immer noch einen. Das war es, sagst du. Ja, ich immer noch. Das, die Karte ist eigentlich nicht schlecht, aber ich habe es müssen. Ich hätte da was gebraucht, wo ich noch mehr Karten nachziehen müsste. Nee, damit hätte ich das Perlen. Aber ich muss wirklich sagen, meine Drafting-Auswahl war schwierig, weil ich kein einziges Plünderungssymbol hatte. Deswegen wird die Erstpartie auch empfohlen mit vor. Also ja, da werden Karten empfohlen. Weil ich es auch spannend fand jetzt hier mit dieser. Dann nehme ich mal die Karte hier. Die eine wieder. So, jetzt hast du hier schon wieder Sachen kaputt gemacht. Mhm. Verstehe, verstehe. Hm, na gut. Also ich werde auf jeden Fall hier mal Schaden machen. Das kann es ja nur an, der Typ kann ja nur Schaden an einem ungeschützten Lager machen. Das muss ja ausgenutzt werden. Dass das auch mal wegkommt, das Katapult, würde ich sagen. Dann spiele ich die Muse mal aus. Die macht für 0, kann die noch ein Wasser generieren. Und dann greife ich mit dem hier mal sie an, macht da einen Schaden. Hm. Und dann werfe ich noch oder verschrotte ihn hier und er generiert einen Punk. Das lege ich mal hier. Oh Gott, das sieht alles nicht so richtig gut aus. Hm. Ja, aber du kannst mit deinem Katapult ja immer noch schießen. Ne? Ja, das stimmt. Das Katapult ist schon stark auf jeden Fall. Ja. Aber du reißt natürlich auch immer eine Lücke halt in deine Verteidigung. Ne? Ich bin halt immer so, mach nur direkt Schaden, hab hier nie so richtig. Das ist auch eine Timing-Frage. Ich meine, guck mal, wenn du jetzt mit dem Katapult Schaden machst, dann sind doch schon zwei Lager von mir zerstört so. Ja, ich mach das jetzt mal, zack. Und jetzt mit ist dir sie hier halt weg, ja, aber du bist halt auch weg. Mhm. Und jetzt habe ich noch einen, ich verschrotte jetzt ihn, um einfach mal meinen Plünderer loszuschicken. Deine Plünderer. Aber ob das noch hinhaut. Naja, ich weiß nicht. Und dann werde ich das Wasser ausgeben, um nochmal ein Wasser, und dann kann ich wenigstens noch eine Karte ziehen. Nee, achso, weil du hast zwei Wasser gehabt. Ja, dann Für zwei Wasser kannst du eine Karte ziehen. Aber das kann ich leider. Willst du die noch verschrotten? Könnte ich noch verschrotten, ja. Doch, dann verschrotte ich die noch und mache dann einen Schaden auf. Okay. Obwohl, das bringt mir gar nichts, weil der macht ja noch Schaden auf Leute. Und an den komme ich aber nicht ran. Nee, aber wenn du einen Schaden machst, dann ist der Punk weg. Dann kannst du später da. Der Punk ist weg. Und den Punk ziehe ich jetzt hier auch gleich nochmal. Okay. Oh je, oh je. Bei mir ist irgendwie leer. Was ich auf jeden Fall mache, ist mir hier ein Wasser generieren mit der Muse. Na, für 0 kann ich ein Wasser generieren. Dann greife ich an, dein Katapult zerstöre ich. Ja, das hätte ich mal wegmachen können. Ja. So, ja, es ist hier noch tolles jetzt so richtig. Du hast doch irgendwie nichts am Start. Ich habe nichts, ne? Ich gebe mal zwei Wasser aus, um noch eine Karte zu ziehen. Und dann habe ich noch ein Wasser. Und dann spiele ich den Schwarzseher, das können wir vielleicht hier auch nochmal kurz im Detail zeigen. Es gibt nämlich auch manche Karten, die haben noch einen Soforteffekt beim Ausspielen, steht hier auch drunter. Und du darfst den Counter und aller feindlichen Ereignisse um 1 verlängern. Ist nicht gut. Damit ist mein Plünderer wieder auf Anfang. Damit, ja, oder sogar noch zurückgeschoben worden. Ne? Ja, ich war ja auf 2, jetzt auf 3. Am Anfang ist er ja aber auf 2. Ja, genau. Und jetzt kommt er wieder auf 2, wenn ich wieder dran komme. Aber erstmal hier, dass du das wieder... so sind sie, so sind sie. Und dann behalte ich die Karte erstmal auf der Hand. Fertig, ja.
Gut, dann komme ich, dann geht mein Ereignis vor, ich kriege eine Karte. Jetzt wird's. Ja, ich erschrotte den, um eine Karte zu ziehen. Mhm. Mhm. Ja, ich spiele den aus für ein Wasser. Sofort nach dem Ausspielen eine Karte, dann verwundet er sich selbst. Das ist gut, weil ich brauche Karten. Hm. Hm. Das ist auch nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Wer weiß, vielleicht ist es. Naja, doch, das ist gut. Ich kann das ausspielen, weil dann habe ich nämlich zwei ausgespielt. Und jetzt kann ich endlich mal das machen hier. Hast du in diesem Zug mindestens zwei Gangmitglieder ausgespielt, dann beschädige ich. Aber leider beschädige ich natürlich jetzt nur den. Ja, oder den. Oder du den. Kannst ja, aber ich den oder werde den da beschädigen. Ja. Okay. Ja. Verstehe, verstehe. Naja, im Prinzip hast du trotzdem, du hast dich hier gut geschützt. Ich habe mich jetzt mal geschützt, auch wenn ich es gut. Und der schickt halt auch wieder, der ist ein bisschen wie das Katapult, ja. Aber der wirft den halt nicht, ne? Ja. Der ist nur in vorderster Front, aber der lässt letztlich wie so ein Sprengstoffgürtel ein. Ja. Gut, gucken wir mal, ob hier noch eine tolle Karte ist, die mich irgendwie... Ja, jetzt ist das ja alles nicht mehr ungeschützt bei dir, das ist ja ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja, also ich mach mal, also, weil du hast, der sagt, dein feindliches Gang mindestens ein eigenes im Countdown, mache ich das, dann beschädige ich den hier. Mhm. Dann mit dem, dann ist der jetzt weg vom Fenster. Nein, Mann, schöner Kultführer. Ja. Leider bringt es aber nicht ganz so viele Punkte. Ich generiere mir mal noch ein Wasser. Und dann kann ich für zwei Wasser den hier heilen. Der könnte sofort angreifen, aber er darf ja nur unbeschädigte Lager angreifen. Von daher... Das ist doch unbeschädigt. Nee, ungeschützt. Ungeschützt, ne? Ja. Ich mache mal hier für null, mach mir noch mal ein Wasser. Und dann gebe ich mir noch mal ein Wasser durchs Verschrotten. Und für die zwei Wasser ziehe ich noch eine Karte. Und dann spiele ich mit die Karte und zerstöre den. Ah, du verschrottest den, ja. Ich verschrotte die Karte. Na gut, dann komme ich. Das geht wenigstens eins weiter. Und hätte ich jetzt noch ein Wasser gehabt, dann hätte ich da was machen können. Aber das hat dann leider nicht geklappt. Boah. Vielleicht auch ein bisschen zu voreilig hier, aber ja, wer weiß. Echt das Thema, was ich machen soll. Ich meine, immerhin machst du gleich einen Schaden. Ja. Du kannst den. Ja, ich werde ihn auch verschrotten hier, um das sofort zu machen. Das heißt, ich nutze das Ding. Ja, ich habe jetzt keine große Wahl, ne? Ja, aber das ist. Jetzt habe ich halt noch Wasser, aber das Problem ist, jetzt muss ich zwei Wasser ausgeben, um eine Karte zu ziehen. Hm. Oh, das ist nicht gut. Nicht gut? Naja, doch, ich muss das verschrotten, um den hier zu. Tappen, damit der nicht mal ein geschütztes Lager ist. Jetzt habe ich noch ein Wasser und damit kann ich nichts machen. Deswegen speichere ich das. Ja. Okay. Ich ziehe eine Karte. Ja, ich werde mal so ein bisschen auf Risiko gehen, weil ich nehme die zwei Wasser und teile aber nicht die Karte, sondern ihn hier. Genau, und er ist jetzt gleich bereit. Und dann ist der beschädigt. Dann ist der beschädigt und die Karte, die ich hier auf der Hand habe, da generiere ich jetzt noch ein Wasser und mit dem Wasser spiele ich die Scharfschützin aus. Ach, ja, wenn die jetzt drankommt, bin ich tot. Mhm. Aber vielleicht hast du ja auch was, um das hier noch zu killen. Ich meine, ein Schaden, der da vielleicht irgendwie ankommt, nee, I don't know. Das wird nicht funktionieren, fürchte ich. Ich kann nämlich nur das, also nee, das kann ich, kann einfach versuchen, noch mal eine Karte zu ziehen für zwei. Ja. Yeah. Und dann kann ich tatsächlich den Bot noch spielen für eins. Dann kann ich tatsächlich reparieren, sofort nach dem Ausspielen. Und habe sogar noch ein Wasser übrig und könnte das auch noch ausspielen. Und kann hier noch den hier spielen.
Mhm. Ja. Na super, er igelt sich wieder ein. Ich habe ihn noch nicht tot, aber das sieht man schön an dem Spiel, dass es, auch wenn es, ne, es ist dann doch gut balanciert, dass du immer wieder noch sowas, so ein bisschen von der Schippe springen kannst. Um, selbst wenn er jetzt hier übermächtig ist. Ich werde jetzt mal für zwei Wasser, die Scharfschützin, genau, die kann jetzt darüber hinwegschießen. Ja. Dann generiere ich mir mit der Muse mal noch ein Wasser. Und mit den zwei Wassern. Ach nee, da steht ja nur ein beschädigtes Gangmitglied. Ich glaube, das kann sich gar nicht selber. Nee. Warte mal, aber dann werfe ich ihn hier, verschrotte ich ihn, er hat da so ein. Zack. Ja. Okay. Und jetzt habe ich noch. Ja, du hast noch zwei Wasser. Ich habe noch zwei Wasser. Ich werde mal. Mit dem Einzelkämpfer. Mit dem Einzelkämpfer das hier beschädigen. Und das Wasser spare ich auf. Ja, dann kann ich nochmal eine Karte ziehen. Wenn du jetzt dich nicht heilen kannst, aber kannst du ja, der hat ja einen Heilungseffekt. Ja. Jetzt zögert er das hier hinaus, ja. Dieses ewige Ich heile mich hier. Und, aber ja, das ist natürlich... Jetzt schickst du deine Plünder, Junge. Jetzt plündere ich halt auch. Ja, Gott sei Dank kannst du den Effekt nicht nochmal nutzen. Jetzt plündere ich halt nochmal, indem ich den wegschmeiß. Aber das eine Wasser kann ich nur speichern, mehr kann ich nicht machen. Okay. Ja, das zögert sich jetzt. Ja, ich glaube, er ziert sich so ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen. Was ist da los? Was ist da? Ja, also mit zwei Wasser beschädige ich das wieder. Mit den einem Wasser haue ich ihn jetzt mal weg. Ja. Und dann... den kannst du auch dann benutzen. Ich habe hier den Wassertank, da mache ich ein Wasser. Jetzt kann ich den benutzen, beschädige ich den. Dann kannst du jetzt schon erstmal darüber nicht heilen. Erstmal. Und dann ja, habe ich auch erstmal kein Wasser mehr. Ja, dann geht es hier eins vor, aber das wird nicht reichen, glaube ich. Ja, wer weiß. Ja, ich kann auch mich aufbäumen, indem ich das hier verschrotte, dann ist der wenigstens hier durch. Dann, das wird ganz knapp. Kiste. Ja, und dann kann ich aber nur... Du hast leider keine Reparaturkarte oder sowas gezogen, oder? Ich kann noch eine ziehen. Zieh mal noch, ich meine, vielleicht hast du Ich kann noch Glück. Eine ziehen, nee, aber das ist halt... Ja, das ist... Ich kann halt den noch ausspielen und dann würde ich sofort... Aber es bringt mir nicht viel. Ich würde halt hier noch so einen kriegen. Hm. Ja, nee, du aber hast jetzt war's. Eine Reparaturkarte gebraucht. Das war's. Ja, aber jetzt kannst du mit einer Scharfschütze in den Sack zumachen. Ja. Ja, so ist es. Aber na, ich finde schon, es hat, aus meiner Sicht, hat's was von Hearthstone. Einfach weil du eben so ne auf dieses Zerstören des Hauptcharakters oder in dem Fall der drei Lager spielst. Und natürlich, klar, also der Reiz hier wirklich daher, dass du eben, aber dadurch, dass du eben drei Lager hast und die dann noch draftest, das kommt ja auch darauf an, wie setzen die sich zusammen, hast du eine fast unendliche Varianz. Das ist natürlich echt richtig cool. Und man hat es hier sehr schön gesehen. Ne? Das gibt wirklich die Möglichkeiten, wie du gesagt hast, wenn man noch ein bisschen Kartenziehglück hat, dass man eine gute Karte hat, um wieder zurückzukommen, vielleicht das Spiel auch zu drehen. Es gibt auch Karten, die machen halt so Board-Swipe, also wo alle Gangmitglieder auch die eigenen wechseln. Ich hatte so eine. Aber sowas möchte man nicht, vielleicht denn haben, damit die übermäßig erscheinenden Karten bei dem Gegenüber vielleicht erstmal alle weg sind. Also es gibt immer wieder ein paar Karten. Und es ist dann aber trotzdem auch so schnell gespielt, dass selbst wenn mal Sachen nicht ganz so gut laufen, spielt man einfach noch eine Runde. Das ist auch so ein Spiel, was ich dann ganz oft eher so Best of Three spiele. Weißt du, ich habe jetzt eine Partie gewonnen, jetzt spielen wir nochmal, vielleicht gewinnst du die nächste und irgendwie so. Also gerade so in dem Format macht sich das eigentlich gut und es ist in meiner zwei Personen, ich sag mal 1-gegen-1 Kartenspielliste auf jeden Fall hoch dabei, hoch im Kurs. Ja, für jeder, der sowas mag, so sich zu zweit zu duellieren, da ist das eine richtig coole Geschichte. Wie gesagt, ist jetzt auch raus, Retail, und könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Und wir sagen danke fürs Zugucken, fürs Abonnieren natürlich und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.